Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück, Freunde. Wir reagieren heute auf Eilifa und Mero mit dem Song Ich weiß. Also ich weiß nicht, aber ich bin gespannt. Deswegen legen wir los. Los geht's jetzt. Scheint in einer Hotellobby zu sein. Ich mach gerade mal ein bisschen lauter, damit es mir ballert. Stellst dich in einem anderen Raum, weiß nicht mehr, wer du bist, suchst dich in anderen Frauen. Suchst dich in anderen Frauen, das lässt viel Inspiration, viel Spielraum, sage ich mal. Schönes Kleid, schöne Kette, interessante Band in den Haaren. Ich habe auf die noch nie reagiert. Ich habe halt nur gesehen, dass den Song rausgebracht hat. Und ich dachte mir, warum nicht mal auf Leute reagieren, auf die man noch nie reagiert hat. Und sie hat eine angenehme Stimme. Hast du das nicht vermisst, dass sie weiß, dass du gerade mit ihr schreibst, dass du heute bei ihr bleibst? Man kennt es. Man wartet auf jemanden und er kommt nicht, weil er bei jemand anderem ist. Die Thematik ist halt sehr, ja, sehr herzschmerzzerreißend und interessante Themenwahl von ihr auf jeden Fall. Der ist Code Black, doch du trägst so hell. Keiner kennt dich so wie ich dich kenn. Du lebst in einer anderen Welt. Hoffst, dass sie dir jetzt gefällt, weil du. Die Abwechslung im Beat hier gefällt mir sehr gut. Dich so wie ich dich kenn. Du lebst in einer anderen Welt. Hoffst, dass sie dir jetzt gefällt, weil du weißt, dass sie wegen dir weint, weil du nicht bei ihr bleibst. Sie weint, weil sie nicht bei ihm bleiben will. Und ja, es ist schon cool eigentlich. Es ist jetzt eine Richtung, die ich jetzt nicht ganz so verfolge, auch eine Richtung, die ich jetzt nicht ganz so feiere. Aber gesanglich muss ich wirklich sagen, sie hat eine angenehme Stimme und hat sogar eine kleine Choreografie mit ihren Mädels hier abgemacht, dass die hier zusammen jetzt ein bisschen tanzen und so. Passt sehr gut, sehr stimmig auf jeden Fall. Sag mir, wieso ist das ein Problem? Sehr, sehr schöne Kopfstimme. Also sie hat stimmenrangemäßig auf jeden Fall ein hohes Stimmenvolumen. Also sie kann echt hoch mit der Stimme hochgehen. Hätte ich das nicht unbedingt gedacht. Dich vermisst und du nicht auch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so bist. 24/7 bist du in meinem Kopf. Ich seh das Mädchen auf meinem iPhone. Du bist der Grund, warum ich wach bin. Keine Hotels, ich will zu dir heimkommen, egal wo du. Sehr schöner Flow. So ein bisschen nicht richtig gerappt, so ein bisschen sanft gerappt. Das anhört wie Gesang, aber es ist halt Rap. Also, schöner Einstieg von Mero, muss ich wirklich sagen. Also ich verfolge ihn jetzt auch nicht so wirklich, aber es ist ein schöner Anfang. Die beiden harmonieren sehr gut stimmlich. Du bist, komm zurück, bist nicht ohne, wir beiden nicht so stolz und stur, wie wir sind, mach kein Baby. Du hast recht, meine Handys voll mit Frauen, ich glaube auch, das ist eine Sucht, du weißt, ich höre nicht auf, du und ich, das. Sehr schöner Twop, der Twop hin zum Kick, muss ich wirklich sagen, ist dir gelungen und auf jeden Fall, jetzt der Flowwechsel jetzt, richtig nice, also, er erzählt uns was und wir hören gerne zu, er hat eine angenehme Stimme. Das war meine Absicht, irgendwie will ich, aber es klappt nicht. Und ich weiß, dass du wegen mir weinst, weil ich nicht bei dir bleib. Wenn ich geh, sag mir, wieso ist das ein Problem? Krass, also sie hat ihre Sichtweise halt gesagt, jetzt hat sie seine Sichtweise gesagt, und die beiden treffen sich auf einer Bühne und singen gemeinsam die Hook. Das ist richtig nice umgesetzt worden. Schöne Idee, schöne Stimmfarbe von den beiden. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der Song jetzt mir gefällt oder so, weil es nicht meine Musikrichtung ist. Aber inhaltlich gefällt es mir echt gut. Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so wie ich Ich hoffe mal, dass das Video drin bleibt. Ja,
weil es doch gesperrt werden sollte, hatte ich trotzdem gerade mal einen Daumen nach oben da. Irgendwie hängt das gerade hier. Ja, Alter, schon 27.000 Daumen nach oben. Halleluja. Sag mir, wieso ist das so total? Hab dich vermisst und du mich doch. Ich weiß, dass du nicht bei mir bleibst, weil du so dich schaust. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr zum Song oder zu der Kombination von den beiden halt sagt. Da kann man diskutieren. Dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Auch sehr schön mit reinzunehmen, so kleiner, wie nennt man das nochmal, so eine Bridge, so ein bisschen Abwechslung, immer sehr, sehr gelungen. Er singt jetzt so ein bisschen, also die, immer gut, wenn ein bisschen Abwechslung vorhanden ist, die ist definitiv hier gegeben. Auch schön, dass sie uns mitnimmt auf ihren Weg nach oben, sage ich mal, und dass ihr das unterstützt. Nice. Okay, war das alles nur ein Traum? Hat das nur geträumt? Ach so, ist die Putzfrau, die ist Putzfrau und ihr hat das geträumt anscheinend. Oder sie macht ihn jetzt wach und sagt, dass er nach Hause muss zu ihr, aber dann bleibt er bei ihr. So Deli-Soup-mäßig. Ey. Ey, hey, du musst hier raus. Alle Leute sind weg, du musst hier raus. Geh von da. Okay. So Leute, das war's mit dem Video. Video hat mir gut gefallen. Schöner Song. Hat geknallt. Und ich muss wirklich sagen, war nice. Ihr könnt gerne an mir einen Daumen nach oben lassen, kommentieren, abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dann, macht's gut. Ciao.